Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Bunte Steine Fan. Und wie ihr seht, ich habe euch heute ein Lego Speed Champion Set mitgebracht. Ich war einfach so gespannt auf dieses Set, dass ich es einfach jetzt euch vorstellen muss und auch zusammenbauen muss. Ich bin total gespannt, wie das in echt dann rüberkommt. Wir haben hier die 75891 Chevrolet Camaro ZL1 Race Car aus der Speed Champion Serie, der Eldon Speed Champion Serie, da ja die neueren jetzt breiter geworden sind. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Wir haben hier 198 Teile, UVP ist 14,99 €. Ich habe gekriegt für 11,99 €, war ein guter Preis. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal auf und gucken nach, was drin ist. Jawohl, oh, da kommt schon was entgegen. Gucken wir mal. Ja, schön. Alles, das machen wir hier hin. Aha, da haben wir hier schon mal die größere Tüte. Ah, die kleinere Tüte. Sehr schön, dass das Prints sind. Darauf war ich am meisten gespannt, ob das Aufkleber oder Prints sind. Dann eine dritte Tüte mit Kleinteilen. Aura. Wie gesagt, der hier war noch mit dabei. Die Anleitung. Ja, ist schon ein Klopper. Hat. Einen Moment. Ob's mal scharf. 57 Seiten. Und dann natürlich, ja, die Stickerbögen, welche wir auf zwei verteilt haben. Insgesamt, ich sehe 25 Aufkleber, bisschen weniger als letztens beim Ford, aber immer noch viel. Ich baue das jetzt schnell auf und bin dann gleich wieder mit dem Review für euch da. Also bis gleich. Und da sind wir auch schon fertig mit unserem Chevrolet Camaro ZL1 Race Car. Er sieht einfach genial aus, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, der Zusammenbau, ja, die ganzen Sticker, das hat es ein bisschen hingezogen, aber ein richtig geniales Set. Würde ich sagen, wir schauen uns erstmal die Minifigur an. Hier haben wir ihn, unseren Race Car Driver, Camaro Fahrer. Wenn es mal scharf macht, jawohl, sehen wir das Camaro Emblem. Er hat einen Schraubenschlüssel mit. Hier auf der Rückseite steht auch nochmal Camaro Chevrolet oder was? Racing. Haha, da steht Racing, war doch ganz einfach. So, er hat einen schicken Helm. Nehmen wir mal ab, da haben wir seinen Gesichtsausdruck von unserer Figur. Kein Doppelter. Er freut sich, dieses wunderschöne Fahrzeug zu fahren. Dann haben wir hier noch einmal ein Tankbehältnis für Sprit. Das wird dann so eingeführt. In der Nesca-Serie habe ich schon mal gesehen gehabt, dass es auch spezieller Sprit ist, den die da verwenden, damit sie mehr Leistung aus den Autos rauskriegen. Und da wird das dann immer so betankt. Und was auch nicht schlecht ist, das hier ist eine Harpune. Auch nicht schlecht. Haben sie eine Harpune dann für den Stil benutzt. Fand ich eine witzige Idee. So, aber jetzt kommen wir zu dem Hauptakteur, unseren wunderschönen Chevrolet Camaro ZL1. Schaut ihn euch an. Er sieht einfach genial aus. Es ist ein wunderschönes Auto geworden. Ich habe versucht, die Aufkleber so gut, wie es mir möglich war, aufzubringen. Es ist mir doch relativ gut gelungen. Also es gab schon mal schlimmere Aufkleber, die ich drauf gemacht habe. Das sah aber schlimmer aus. Auf jeden Fall, wie gesagt, alles Aufkleber. Aber wir haben auch ein paar Prints. Das hat mich wirklich gewundert. Zum einen, das, was hier an den Reifen steht, das ist ein Print gewesen. Und wo ich dann überrascht war, das hier ist auch ein Print. Das hier und das hier war ein Print. Ha, das war super, das hat mich schon mal sehr gefreut. Dann haben wir natürlich etwas im Inneren, was die anderen bisher nicht hatten von den Speed Champions, die ich jetzt so hatte. Wir haben einen Überrollkäfig, der hier ganz einfach aufgemacht wird. Und dann können wir unsere Minifigur auch schon reinsetzen. Wie gesagt, hier ist so ein Lenkrad noch drin. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen einigermaßen. Ja, da ist es. Ansonsten sehr spartanisch. Wir machen den Überrollkäfig wieder zu. Da ist er geschützt. Und dann drauf und
Fertig ist die Sache. Aber er sieht wirklich sehr, sehr genial aus. Leider die ganze, ach, hier die Aufkleber an der Seite anzubringen, na, das war rundherum auf der Scheibe. Ah, da wäre ein Prinz besser gewesen, aber man kann halt nicht alles haben. Er sieht wirklich richtig genial aus. Und was ich auch nicht schlecht finde, dass er halt hier wirklich für den Tankstutzen dann eine Öffnung gelassen haben, so dass man dann, ups, guck mal her, machen wir es mal so. Aha. Ich mache es euch mal scharf, dass ihr auch sehen könnt. So, kann dann unsere Minifigur rangehen und dann hier, haha, zum Beispiel dann den Tank befüllen. Sonst geht es nicht voran. Aber man kann auch damit umherfahren. naja, das ist aerodynamisch eher Murks dann. Ja, was sagen wir dazu? Sehr schönes Set, sehr schönes Auto. Ich zeige es euch nochmal von unten. Und ja, mir gefällt er. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch da dieses wunderschöne kleine blaue Chevrolet Camaro ZL1 Race Car? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder ein Abo, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Ich meine, es kostet nichts, ist gratis und euch tut es nicht weh. Mir tut es auch nicht weh. Ich freue mich ganz im Gegenteil. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also macht's gut, euer Bundesteine-Fan. Ciao, ciao.